Guten Tag, Leute, da sind wir wieder bei Mass Effect Andromeda. Und ich glaube, ich habe es gecheckt, weil wenn wir jetzt mal auf unser Inventar gehen und dann bei Forschung gucken, Waffenbaupläne, haben wir hier die Black Widow. Wenn wir auf Details anzeigen gehen, fehlen uns 150 Beryllium. Mit anderen Worten, wir haben den Bauplan erforscht, können sie aber noch nicht bauen, weil uns Beryllium fehlt. So habe ich das jetzt verstanden. Und ja, ich glaube, so ist das. Wir gucken noch mal ganz kurz auf unser Logbuch. Hier werden wir jetzt ja nichts haben. Protonus zurückkehren, Geistversprechen. Abgeschlossene Mission, ja, naja, das ist ja egal. Die brauchen wir ja sowieso nicht, weil... Passt schon. Ups, nee, warte, Logbuch? Warte, Logbuch? Ja, das war Logbuch. Gucken, ob wir hier irgendwie was haben, was wir auf unserem Schiff erledigen müssen. Drag nicht. Da können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie hoch weiterkommen. Wird uns da was angezeigt? Nein. Gucken wir mal jetzt kurz auf die Karte. Kann nämlich sein, dass wir hier... Achso. Hier nämlich auch noch Quests angezeigt bekommen. Würde ich auch noch ganz gerne nochmal auf der Nexus gucken. Aber erstmal quatschen mit den Leuten hier. Ich plane auch Evakuierungsübungen. Sowas müssen wir zeitnah durchführen. Gute Idee. Ich könnte eine Auffrischung gebrauchen. Kleiner Tipp. Bei einer Evakuierung im All kehren Sie wahrscheinlich nicht zurück. Das gilt nur, wenn Sie die Übung nicht mitmachen. Lexi? Ja? Ich muss mit dir reden. Was, wieso Ärztin? Wie kamen Sie zur Medizin? Ah, okay. Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Das tut mir leid. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Ich habe dich gerade an deine toten Eltern erinnert, aber ich will dich nicht stören. So, warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Kiosk an und Verkauf. Ressourcen. Wie wert? Tech-Materialien. Nee, das brauche ich nicht. Mineralien? Nee, ich brauche gerade Beryllium. Okay, und die hat er nicht am Start. Na gut. So, Forschungszentrum. Guck mal hier. Entwicklung, war das Entwicklung? Gucken wir mal. Ja, hier, guck mal. Okay. Guck mal, die könnten wir herstellen. Aber hier habe ich... Also ich habe nicht vor, die herzustellen, aber das könnten wir theoretisch. Da steht nämlich erforderliche Materialien anzeigen. Bauplan wählen. Wollen wir einfach mal was herstellen, was wenig kostet? Guck mal. Entwicklung starten. Sind Sie sicher, dass Sie das Projekt Pathfinder Observer entwickeln möchten? Es wird in Ihrem Inventar hinzugefügt und kann über Ausstattungsterminals ausgerüstet werden. Nein, möchte ich nicht. Aber es ist schon mal schön, dass es geht. Heißt, wir müssen noch mehr Materialien, Mineralien sammeln. Einsatzteam-Mission. Da müssten jetzt ein paar fertig sein. Genau, der zum Beispiel. Dum-dum. War erfolgreich. Und er nicht. Das ist schade. Das läuft jetzt noch 47 Sie Minuten. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Alles klar, das freut mich. Wir gucken mal ganz kurz. Wir hatten ja noch die Nebenquest. Das war bei zusätzlich auf Jam, ne? Apex helfen? Ne, das war auf dem Nexus. Hier nicht. Da. Apex helfen. Haben wir da jetzt mehr? Ne, 6 von 20. Dann versuchen wir mal jetzt einfach die nächsten Missionen Apex-Missionen sein zu lassen. Ja, guck mal hier. 18% ist halt krass wenig. Deswegen habe ich da auch keine Lust, die zu machen. 70 und 74. Nein, schicken wir die los. 70 ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt können wir auch keine Apex-Missionen mehr machen, weil wir keine mehr haben. Und 74 schicken wir die auch los. Werden wir sehen, ob wir denn in... Nochmal nachgucken. Ah, okay. Schön. Meine Internetverbindung ist wieder abgeschmiert. Warum auch immer. Das hat irgendwie noch ein paar Probleme. So, da sind wir wieder. Wie lange dauert das denn? Wir haben jetzt hier 2 Stunden 50, 46 Minuten und 2 Stunden 37. Ist nicht so schlimm, kriegen wir hin.
ALP Startungskontrolle. Können wir also auch von hier aus machen. Das ist sehr schön. Wir haben 0 Punkte verfügbar. Schade. Drag, was geht ab? Ich habe in meinem Leben ja schon eine Menge Scheiß gesehen. Aber dieses Gewölbe war definitiv mal was Neues. Wie es aussieht, könnte es mit Ihnen noch ganz spannend werden, Kleiner. Es spielt keine Rolle, welche Steine mir das Leben in den Weg legt. Das Einzige, was zählt, ist, wie ich damit umgehe, richtig? Richtig. Und wenn Sie so weitermachen, werden Sie vielleicht sogar mal so alt wie ich. Abzüglich einer Null am Ende. Verdacht gegen Spender. Nun, da wir ein wenig nachgeforscht haben, ist klar, dass Sie mit Spender recht hatten. Typen wie er würden alles tun, um weiterzukommen. Ich frage mich nur, wie weit er gegangen ist. Das wüsste ich auch, ja, naja. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Schön kurz. So muss eine Antwort sein. So, Cobra, alles klar mit dir? Hallo. Und tschüss. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ich verlasse mich auf dich. Okay, hier konnten wir durch. Ist die Frage, haben da noch irgendwelche Leute was zu sagen? Petra, ich habe gehört, dieser Witzbold hat sie auch beim Pokern geschlagen. Wo haben Sie das gehört? Ein kleiner Brody hat's ihr gezwitschert. Ein schadenfroher Brody. Es war knapp. Sie haben besser gespielt als Drag. Aber das heißt nicht viel. Vorsicht. Vergessen Sie ihn. Wir sollten alle zusammen spielen, um zu trainieren. Und dann machen wir ihn fertig. Das ist gut. Hey, Costa, sind Sie dabei? Nein, danke. Ich brauche meine Creds. Und meine Klamotten. Und beide Nieren. Hey, Ryder. Was gibt's? Na, guck mal, Sie und Kalo, endlich geht's. Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow? Muss ich mir etwas Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse, wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten sie ein echtes Problem. Scheiße, vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Ja. Jederzeit wieder. War jetzt nicht das, was ich erhofft hatte, aber immerhin etwas. Pibi, es geht ab. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Flirten. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Schön. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Na, siehst du, die machen wir uns noch klar. So, hier ist jetzt nichts mehr. Dann müssten wir nach unten, um mit Vetra und Liam zu reden. Einmal den Aufzug holen. Und einmal den Aufzug nach unten fahren lassen. Vetra, es geht ab. Für Sie habe ich immer Zeit. Das ist aber nett von dir. Tschüss. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Das war jetzt irgendwie mies. Für Sie habe ich immer Zeit. Naja, denn... Oh, jeg mal, wa? Ja, Ryder? Sagen Sie, wie mache ich mich in meinem Job? Ich diene der Initiative. Sie sind der Pathfinder. So einfach ist das. Danke. Reden wir später weiter. Alles klar. Okay, die wollen sich nicht wirklich mit uns unterhalten. Ich hab's verstanden. Müsst ihr mir nicht auf die Nase binden. Wir gehen trotzdem nochmal hier lang. Obwohl eigentlich alle... schon oben waren. Hier unten dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein. Da haben wir das Datenpad. Ach, warte. Wir müssen ja nochmal mit unserer Schwester reden, ne? Hey, Kleiner. Da wünscht man sich doch auch einen Schwanz, an dem man Kopf überhängen kann. Oder geht das nur mir so? Gefundene Kaffeetasse. Nee, das ist die von Sophie. Alles klar. Genau, wir müssten nämlich nochmal
zu Nexus, weil uns Henry, wie auch immer der Arzt hieß, gesagt hat, dass unsere Schwester wieder neue Infos hat. Oder wir neue Infos über unsere Schwester haben. Alter, hat uns Sam nicht gerade gesagt, dass wir neue Nachrichten haben? Wir haben schon ziemlich viele Nachrichten gekriegt, muss ich sagen. Okay, Sam. Hallo, Scott. Du hast auch nichts zu sagen. Danke, Sam. Das genügt. Hallo, Scott. Ah ja, das reicht schon. Viel mehr musst du mit mir doch nicht reden, du. Garderobe. Da könnte man nämlich mal hier nachgucken. Na gut, das ist das, was wir gerade anhaben. Das können wir halt nicht ändern, weil wir hier bloß die Farbe ändern können. Okay, heißt für uns also doch nochmal zu Nexus. Ah, vielleicht machen wir dann auch 3 Folgen drauf. So, als Abwechslung. So, dann möchte ich gerne nochmal mit ihm reden. Vielleicht hat er irgendwas. Was kann ich für Sie tun? Nix, okay. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Dem habe ich mich schon Sie über wissen, geredet. Wo Sie mich finden. Das ist schön, dass ich das weiß. Galaxiekarte. Da haben wir die Nexus, da wollen wir andocken. Yo! Ist schon ein schönes Schiff, muss man ja sagen. Ihr müsst mir mal kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon was gehört habt, ob Mass Effect jetzt wieder eine Trilogie werden soll oder ob das Teil für sich alleine steht. Ich hoffe, es wird eine Trilogie. Ich will mehr Mass Effect spielen. Orte der Energieausfälle an Kommandodingern untersucht. Ja, das habe ich schon, richtig. So, jetzt gucken wir nämlich hier einfach mal auf die Karte. Hier haben wir gerade keine Quest. Hydrokulturen, das Vortex? War ich schon mal in das Vortex? Ich gehe mal kurz gucken, ob ich schon mal im Vortex... Ne, warte. Wir haben ja eine Karte und wir haben da mehrere Ebenen. Guck mal hier. Unbekannt und unbekannt. Tech-Labor. Okay, ich gehe da nochmal kurz hin. Njaum. Schlafender Drache, mit den Demonstranten sprechen. Wo sind denn hier Demonstranten, bitte? Okay, ich habe jetzt gerade eine neue Quest gekriegt. Und... ja. Darauf warten wir jetzt. So, gucken, können wir hier irgendwie nochmal hoch? Nee, wir sind ja schon. Okay, Demonstranten sind wahrscheinlich da unten, würde ich denken. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Komm mal her hier. Ich muss hier mit Demonstranten reden. Seid ihr die Demonstranten? Riss. Hey, was geht hier vor? Das ist eure neue Galaxie. Blumige reden über den Neuanfang, während eure Kinder eingefroren bleiben. Und das verdankt ihr alles eurem Pathfinder. Wie bitte? Wir warten seit Monaten darauf, dass unsere Familien aus der Stase geholt werden. Sie waren für ihren Außenposten vorgesehen. Und weil ihr die Forschung für so wichtig haltet, wandert das Militär auf der Liste nach unten. Wie meine Clanbrüder. Durch die ganzen Unbelegungen sind sie jetzt in 10 verschiedenen Kolonieblöcken. Und meine Mutter steckt mittendrin. Nein, das habe ich nicht gerechnet. Ich musste eine Entscheidung treffen. Wir hatten nur Ressourcen für einen Außenposten. Also habe ich mich darauf konzentriert, was wir am dringendsten brauchen. Und wir brauchen unsere Familien. Vielleicht könnten Sie die Sache ja klären. Ich will einfach nur, dass meine Mutter aus der Stase kommt. Wir alle wollen nur unsere Familien wieder haben. Sie veranlassen doch Stase-Aufhebungen. Sie können unseren Anführern sagen, dass sie diese Kapseln öffnen werden. Noch heute. Das hier ist was anderes. Ich hole ganze Kolonieblöcke oder einige wenige Sonderfälle aus der Stase. Aber ich kann nicht einfach willkürlich Dutzende Leute wecken lassen. Uns ist egal, wer den Knopf drückt. Wenn Sie es nicht können, können es unsere Anführer. Und wenn Sie es ihnen sagen, werden Sie es auch tun. Mein Wort reicht nicht aus. Das ist ein großes Thema. Größer als meine Entscheidungskompetenz. Quatsch! Sie sind jetzt Ihr Held. Sie werden alles tun, was Sie sagen. Wir haben uns schon an Edison gewandt, aber das Miststück hat uns eiskalt ignoriert.
Fangen Sie mit Kandros an. Er hat diese 10 Soldaten rübergeschickt. Vielleicht nimmt er uns ernst. Unsere Nexus! Okay. Na, ich sag's ja. So hat man mal eben eine neue Quest. Gucken wir mal, wie wir hier wegkommen. Mit Kandros reden, weil, wie gesagt, es ist mir eigentlich scheiße, was mit denen ihren Familien ist. Die sollen einfach ihre Arbeit machen. Mich dann in Ruhe lassen. Warum wird jetzt hier nicht gleich Kandros? Guck mal, hier kann ich das irgendwie. Da, nein, doch, Eckpunkt, guck mal hier. Wie komme ich da hin? Sag's mir das. Irgendwie nicht wahr. Wäre zu einfach. Wir gehen nochmal hier hoch. Okay, der Wegpunkt wird hier schon ja nicht mehr. Jetzt hier weg hier! Lass mich doch durch. So, der Wegpunkt wird hier schon ja nicht mehr angezeigt. Wir sind jetzt hier drinnen. Genau, im Tech-Labor. Das bringt mir gerade aber nichts. Und hier bringt es mir auch nichts. Also müssen wir runter. Okay, das ist gerade kompliziert, weil ich keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Aber wir werden halt gucken. Und rum hier. Gucken wir mal kurz, ob wir hier irgendwie einen Eingang haben, ob wir da durch können. Ah, guck mal. Neuer Ort entdeckt, das Vortex. Ah, deswegen war auch die geile Musik, weil jetzt über dem Ding war. Okay, cool. Ey, das ist Liam. Diese Flagge gehört Ihnen allen. Das ist Prodromos. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch, sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Dutch Smith. Oh, nicht noch jemand. Verdammt. Das hier sollte eigentlich das Chemielabor sein. Mein Chemielabor. Sie kommen aus sämtlichen Ritzen gekrochen wie Weltraumkakerlaken. Das sagst du immer wieder, Dutch. Und trotzdem bist du hier und schüttest den Leuten Drinks ein. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann, oder? Sie sind Versuchskaninchen, verdammt. Ein Chemiker braucht nun mal Versuchskaninchen. Was er nicht braucht, ist, dass sein Labor von irgendwelchen Leuten übernommen wird, die einem Sachen schenken und nett sind. Ja, das ist wirklich das Letzte. Leute, die ihnen Dinge schenken und ihnen helfen, ihren Laden aufzubauen. Das ist so rücksichtslos. Ja, nicht wahr? Und sie bringen immer mehr. Tische und Stühle, diese Bar, Lichter und... Moment mal. Sie machen sich über mich lustig, oder? Ja. Lassen Sie sich von Dutch nicht abschrecken. Er ist eigentlich ganz nett. Bin ich nicht. Und seine Drinks sind wirklich gut. Verdammt richtig, das sind sie. Ich meine... Hier, nehmen Sie einen Dirty Squirrel. Uff, Ex. Okay, ich will noch einen. Sie sind zurück. Gäste gehören nun mal dazu, wenn man in einer Bar arbeitet. Der hat gesessen, Dutch. Ich schätze, ich muss mich wohl auch an Sie gewöhnen. Na schön. Von mir aus können Sie Stammgast werden. Wie heißen Sie? Scott. Ich bin Dutch. Und das da drüben ist Anan. Nehmen Sie sich vor ihr in Acht. Sie kann ziemlich bissig sein. Bissig ist gut. Ich kann damit umgehen. Ugh, so einer sind sie also. Sieht aus, als wärst du in der Unterzahl, Dutch. Man sollte eigentlich annehmen, die Leute würden es sich zweimal überlegen, bevor sie auf dem Kerl rumhacken, der die Drinks macht. Aber nein. Wo wir gerade von Drinks reden, wollen Sie den hier mal probieren? Ich werde ihn den Tall Moose nennen. Klar. Her damit. Der sieht so begeistert aus. Nochmal. Komm. Reden. Drinks. Sie schon wieder. Ich meine, hallo. Willkommen in meinem Labor. In meiner Bar. Wie auch immer. Oh, Dutch. Du gewöhnst dich ja langsam an die Situation. Mein Problem ist ja auch nicht die Situation, sondern die Leute. Sie labern mich ständig voll. Vermutlich können sie einfach ihrem Charme nicht widerstehen.
Hm, so habe ich das noch nie gesehen. Moment mal, Sie verarschen mich doch, oder? Das würde ich nie tun. Na schön, hier, trinken Sie was. Kanaille. Don Kanaille? Also bitte. Nicht Sie, der Drink. Alter, wir saufen uns heute zu. Komm, einer geht noch. Der Drink der Stunde heißt Lucky Leprechaun. Wollen Sie ihn probieren? Woher der Name? Bringt es Glück, ihn zu trinken? Mir schon. Ich vergesse, woher die Zutaten stammen. Warum nicht? Was kann schon passieren? Ausgezeichnet. Gleich wache ich im Schiff wieder auf. Und dazu besoffen ist. Was? Was? Wow. Echt? Die haben mich einfach zur Tanzfläche geschleppt? Die haben mich einfach hier hingeschleppt? Ihr Schweine. Ihr Schweine. Oh, Sie sind's. Hallo. Ernsthaft? Was wollen Sie? Alter, dein Drink hat mich gerade ausgenockt. Wow. Hey. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Ja, gucken wir mal. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Und Dutch bekommt neben den Zutaten auch noch das gewünschte Versuchskaninchen, was? Genau. Win-win für alle Beteiligten. Ja, der Krieg hin. Im Atrium der Hyperion nach V-Räten suchen. Siehste, ist doch nice. Sollen wir eine neue Quest und wir können noch ein bisschen auf der Nexus bleiben. Jo, wollte gerade sagen, irgendwie öffnet sich die Tür nicht. So, wir müssen jetzt raus. Mit Kendros reden und mit. Also zum Atrium. Ne, brauchen wir gerade nicht. Helios-Aufgaben, Nexus. Schlafende Drachen? Kendros reden, genau. Gut. Dann wollen wir doch zu Kendros. Ab zur Kommandokentrale. Jetzt ein Burger. Und das war Sharky Light mit der neuen Folge. Auf Wiedersehen, viel Spaß bei der nächsten.